Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play zu Transocean 2 Rivals. Ja, Freunde, Kapitel 5 mittlerweile. Fangen wir heute an. Ich bin gespannt, ob wir auch Gold kriegen. Das war letztes Mal unsere erste Goldmission. Ich muss das privat echt nochmal. Das kann ich so nicht stehen lassen. Vor allem das hier. Das geht nicht. Aber gut. Also, wir machen jetzt Kapitel 5 und schauen mal, was uns da erwartet. Ein neuer Spieler betritt die Bühne. Megan Boyles Partner stellt sich ihm vor. Doch was sie und er vorhaben, können sie nicht dulden. Es wird Zeit, harte Bandagen auszupacken. Doch zu welchen Mitteln wird Megans Partner greifen? Wahrscheinlich zu unschön, wie wir das können. So, wir haben 3 Schiffe, 5 Rivalen, 7 Monate Zeit, 18 Millionen Kohle. Ist das nicht so viel? Wir müssen 4 Regionsmehrheiten erlangen. Wow. Das heißt wieder viel mit Bulkschiffen und so. Will mir das gefallen? Ich glaube nicht. Bulkschiffe bringen kein Geld. Oh, Boyle Monopoly aufkaufen. Das will mir eher gefallen. Und mehr Klasse 5 Schiffe besitzen als alle Gegner. Wow. Wir werden sehen, was wir schaffen, Freunde. Sie glauben wohl, Sie hätten wirklich eine Chance gegen mich, oder? Gegen mich und meinen neuen Partner. Wenn ich vorstellen darf, Hayashi Matsumoto. Ehrlich zu sein, habe ich noch gar nichts von Ihnen gehört. Zumindest nicht aus Wirtschaftskreisen, sondern nur von Frau Boyle. Sie waren mir gleich unangenehm. Wie eine lästige Fliege, die ich für gewöhnlich unter meinem Schuh zerdrücke. Psst, das muss Mr. X sein, Chef. Ich glaube, ich spinne. Was ist denn das für ein Ton? Was glauben Sie eigentlich, wer Sie sind? Würden Sie bitte Ihren Schoßhund zurückpfeifen? Ich gebe mich nicht mit gewöhnlichen Beratern ab. Sie sollten Ihre Kraft lieber für andere Dinge aufsparen. Sobald Herr Matsumoto und ich das Monopol des Frachtschifftransports erlangt haben, wird niemand mehr etwas zu melden haben. Außer uns. Wie wir das vorhaben? Nun ja, ich habe da so meine Wege und Mittel und Kontakte. Nur weinen Sie bloß nicht, wenn es ab nun ein bisschen härter zugeht. Man sagt ja sprichwörtlich, dass manche für ihre Ziele über Leichen gehen. Und auch ich habe nicht vor, mich von Grenzen wie Fairness und Rechtmäßigkeit bremsen zu lassen. Guten Tag. Na, das war ja ein Auftritt. Was meinte sie damit? Das klingt ganz nach Sabotage. Mein Partner Philippe Dupont hat aus Afrika Gerüchte gehört, dass Frau Boyle Hacker und Spione anheuert, um ihre Gegner zu sabotieren. Das könnte eine harte Zeit werden. Sie werden von nun an alle Kräfte brauchen. Ich rate Ihnen, Leute anzuheuern, die ein paar Ihrer Schiffe managen. Dann haben Sie Zeit für andere Dinge. Kommt der schon wieder mit seinen 9-mal klugen Tipps? Naja, egal, wo er recht hat. Soll ich Ihnen die neuen Möglichkeiten nun erklären? Wow. Gut, das Kapitel heißt ja auch Sabotage, aber Mr. X ist ja ein wenig ein unsympathischer Geselle, würde ich jetzt einfach mal so sagen, um das nett auszudrücken. Ja, mal sehen, wer wie eine Fliege zerdrückt wird. Mann, unfassbar, ne? Manche? Oh. Naja gut, wir gucken uns mal an, wie das mit der Sabotage hier funktioniert und so. Ganz klar. Denn wir haben das ja noch nie getan. Ich habe keine Ahnung. Ich bin ja eher der faire Spieler, aber wenn jetzt einer möchte, dann muss er halt ja, damit leben, ne? Wird ihm nicht gut tun, hoffe ich zumindest. Von nun an können Sie Ihre Schiffe automatisieren, Boss. Dabei geben Sie eine Abfolge von Häfen vor, das Schiff fährt diese automatisch ab und nimmt selbstständig Aufträge mit. Mhm. Also von da, da, da zurück oder was so zum Beispiel. Aha. Aber was jetzt scheiße ist, guck mal, wie viele die schon haben, die anderen. Ist das vom anderen Kapitel? Ne, da war ja auch alles voll. Wie soll ich denn 4 Mehrheiten kriegen? Habe ich das schon verkackt, weil ich das vorher nicht gekauft habe? Könnte sein, ne? West ist weg, wenn dann Ost würde noch irgendwie funktionieren. Dass wir eine Mehrheit kriegen. Das könnten wir noch kriegen. Europa Mitte könnten wir noch kriegen. Das sind aber nur 3. Süd eventuell, aber die kaufen doch eh gleich wieder wie verrückt. Ah.
Ich weiß nicht, ob wir hier Gold schaffen. Ich bezweifle es, aber wir werden es sehen, Freunde. Um eine Automatisierung anzulegen, klicken Sie auf ein stillstehendes Schiff in der Schiffsliste. Alles klar, wird gemacht. Wechseln Sie nun von der einfachen Zielauswahl zur Automatisierung über diesen Button. Sie können bis zu 4 Zwischenstopps für das Schiff vorgeben. Tun Sie dies, indem Sie nacheinander auf die gewünschten Häfen klicken. Dabei können Sie natürlich nur Häfen wählen, die in der Reichweite des Schiffs liegen. Die Dauer der Fahrt wird hier angezeigt. Entfernen können Sie das Ziel über das X rechts daneben. Alles klar. Wählen Sie nun einen weiteren Zwischenstopp aus. Und über diesen Button starten Sie die Automatisierung. Jetzt fährt er zwischen den drei Häfen hinterher. Na gut. Das Schiff wird in jedem Hafen automatisch volltanken. Weiterhin nimmt es selbstständig zufällige Aufträge an, die auf der von Ihnen gewählten Route liegen. Repariert wird es dabei nicht. Darum müssen Sie sich selber vorab kümmern. Sie sehen schon, allzu intelligent und profitabel wird ein automatisiertes Schiff nicht sein. Dafür müssen Sie schon selbst Hand anlegen, Boss. Na toll. Die Automatisierung wird von einem Manager durchgeführt, dessen Bezahlung von der Länge der Route und der Schiffsklasse abhängt. Die zu erwartenden Managerkosten stehen hier unten. 90.000 kostet uns der Spaß noch. Naja. Alle Details über die Automatisierung können Sie hier auf dem Symbol mit dem Fragezeichen jederzeit nachlesen. Klasse 5 Schiffe kostet 300.000 pro Tag. Wow. Behalten Sie den Zustand eines automatisierten Schiffs im Auge. Falls es droht, auf der Fahrt zu sinken, sollten Sie die Automatisierung stoppen und es manuell in einen Reparaturhafen steuern. Dies können Sie ebenfalls über dieses Menü tun, wenn das Schiff unterwegs ist. Jo, alles klar. Kommen wir nun zur Sabotage. Ein hartes Thema. Ob Sie überhaupt sabotieren möchten, überlasse ich Ihnen. Da will ich mich auf keine Seite stellen. Aber wie es funktioniert, erkläre ich Ihnen trotzdem. Ja, das finde ich gut. Öffnen Sie das Sabotage-Menü. Es gibt extra ein Menü, ob das in der Reederei überhaupt so üblich ist. Einfach so ein Handbuch, Sabotage. Dies sind die möglichen Sabotageaktionen. Wow. Klicken Sie einmal auf die erste. 5 Millionen? Ist aber ganz schön teuer, der Spaß. Mit dieser Sabotageaktion können Sie das Konto eines Gegners einfrieren. Ausgaben zu tätigen ist ihm oder ihr dann unmöglich. Wie lange der Effekt hält, steht hier. Okay, 3 Tage, 5 Millionen für 3 Tage. Weiß ich nicht, ob sich das lohnt. Klicken Sie auf diesen Button, um ein Ziel für die Sabotage auszuwählen. Wählen Sie aus der Spielerliste hier rechts einen Gegner aus. Nun müssen Sie nur noch die allerletzte Bestätigung geben. Ich muss das ja machen. Erst dann wird das Geld. Ist ja scheiße, wir haben doch kein Geld. Sobald ein Spieler sabotiert wurde, erhält er einen Sabotageschutz für ein paar Tage. In dieser Zeit kann er gar nicht sabotiert werden. Wie lange dieser Schutz noch gilt, steht hier links neben dem Spieler in der Spielerliste. Sabotageschutz auch noch. Frechheit. Die Sabotageaktion Konto einfrieren ist nun übrigens teurer geworden. Jedes Mal, wenn irgendein Spieler sabotiert, geht der Preis für diese Aktion hoch. Angebot und Nachfrage, sage ich nur. 5 Millionen ist ja nicht genug dafür. Okay, alles klar. Ja, gut. Läuft ja super. Das mit dem Automatisieren weiß ich nicht, ob ich das lassen will, wenn ich ehrlich bin. Achso, das Schiff ist schon weg, verdammt. Ja, gut. Ich bin jetzt gerade echt ein bisschen überfragt. Das mache ich erstmal weg. Das will mir nicht gefallen, wenn ich ehrlich bin. Ich bin jetzt tatsächlich überfragt, was wir machen sollen. 4 Regionsmehrheiten. Dafür bräuchte ich mal Bulkschiffe. Wir haben nur Tankschiffe. Das Aufkaufen wurde mir ja gar nicht erklärt, wie ich das aufkaufen kann. Ach, 10 Millionen Bienen. Ah, ich kann... Ach so, alles klar. Okay, hat sich erledigt.
Ja, gut, das heißt für mich, wir müssen jetzt ganz viel Geld machen, Freunde, und zumindest das schaffen dann. Würde ich jetzt einfach mal sagen. L.A. nehmen wir auch gleich mit. Weil von hier gibt es bestimmt was nach L.A. Ja, machen wir mal so. Bestätigen. Ablegen. So. Hier ist nichts drauf. Nehmen wir das mit. Und L.A. nehmen wir auch noch mit. Das sind sogar richtig gute Aufträge nach L.A. Nehmen wir alles mit. Wir haben jetzt hier natürlich keine Upgrades drin, ne? Müssen wir eventuell auch noch machen. Ah, Leute, das ist. Aber hier ist gerade mal Upgrade. Das ist so weit weg, der Upgrade-Hafen. Aber es lohnt halt, ne? Was macht man da? Ich bin echt gespannt. Ich weiß es gerade echt nicht, wie wir damit umgehen sollen. Naja, so, hier ist noch LA drin. Ja, dann ab weiter nach L.A. Zack. Und zack und zack. Weg damit. Ablegen. Hier ist auch L.A. drin. Dum, dum, dum. Ja, das Keros flüssiges Gas und so, das bringt halt extrem viel, ne? Ich denke, wir müssen unsere Schiffe upgraden. Das heißt, wir müssen sie erstmal darüber bringen. Hoffentlich gelingt uns das, Freunde. Naja, es ist jetzt gerade nicht so einfach. Da muss man mal ehrlich sein. Ich bin gespannt, wie das hier wird. Wir probieren unser Glück einfach, ne? Beule aufkaufen, das wird mir auf jeden Fall Spaß machen, aber den Rest, wie wir das schaffen sollen, puh. Puh, puh, puh. Eigentlich müssen wir hier zurück, definitiv, ne? Es führt kein Weg daran vorbei, dass wir hier zurückfahren nach Metro Vancouver. Mit den Preisen. Leider. Aber gut, wir kriegen das und hier müssen wir auch zurück. Wir brauchen die Kohle und wenn wir halt neue Schiffe kaufen dafür. Wo wir dann erst upgraden. Das wäre natürlich auch ein Plan. Ach ja, es fängt an, Freunde. Na gut. Kein Problem. Kein Problem. Oh, Mars ist denn irgendwo, der auch sabotiert, sehe ich gerade. Okay. Ist okay. Aber wir haben jetzt 31 Millionen. Das heißt, Schiff kaufen ist nicht. Sind ja eingefroren. Aber das ist kein Problem. Das ist ja nur ein paar Tage. So. Wieder zurück nach Metro Vancouver. Aber erstmal tanken natürlich. Nein! Ja, das ist jetzt richtig mies. Darf ich jetzt tanken? Da darf ich nicht mal tanken. Ey, Leute. Ja, und das ist das. Jetzt haben wir hier nicht genug Aufträge für das Ding, weil alles andere ist, ja, Spezialfracht, ne? Aber hier können wir wenigstens hinfahren. Ich darf nicht tanken. Das ist doch. Oh, das ist ein. Das kann einen ganz schön nerven. Kann ich jetzt tanken? Okay. Ablegen sollte ich vielleicht noch. Hallo. Sollst da hinfahren? So, jetzt sind wir hier wieder in Metro Vancouver und fahren erstmal nach Anchorage. Uns 4 Millionen, das ist gut. Sogar noch ein bisschen mehr hier unten. Ja. Alles klar. Ich bin echt nicht sicher, dass alles so gut ist. Ja. Das Upgrade-Dock in Jawaharlal Nehru Port wurde gekauft. Ja, und ihr seht, wie schnell die kaufen. Ich habe keine Ahnung, wie wir das schaffen sollen. Wir könnten hier. Warte mal. Sollen wir wirklich auf.
Wir gucken noch mal rein. Also das will ich auf jeden Fall machen, ne? Das ist klar. Aber mehr Klasse 5 Schiffe, die zwei eventuell. Weil das mit den Regionsmehrheiten, das wird mir, glaube ich, ich weiß nicht. Mal gucken. So, wir wollen jetzt erstmal ein Schiff. Tankschiff, bitte. Sind aber noch zu teuer, die Klasse. Klasse 5. Guck mal. Oh, wow. Okay, das wird auch ein bisschen schwierig, das zu erreichen. Klasse 1 Schiffe. Die können wir kaufen. Ja, dann nehmen wir das. Fahren mit dem gleich. Das machen wir jetzt. So. Mit dem möchten wir jetzt am liebsten nach New Orleans. So, gibt es hier irgendwas nach New Orleans? Jawohl. Da möchten wir hin, weil dann lassen wir das Ding gleich upgraden. So der Plan jetzt. Das wird nämlich alles sehr, sehr teuer, die Dinger aufzukaufen und die Schiffe. Wie hat denn dieser Matsumoto so schnell so viele Zweigstellen in Asien Süd bekommen? Das frage ich mich auch, Freunde. Der cheatet. Ja. Müssten wir echt auf Bulkschiffe gehen, dann das hier übernehmen, das hier und das hier. Und hier eventuell noch, aber boah. Ob sich das jetzt lohnt, ich weiß es nicht so genau. Ich weiß es nicht. Wir machen jetzt erstmal weiter. Und schauen einfach mal. Ja. Manzanillo. Nein, nicht abbrechen. Annehmen. Ich bin echt gespannt. Ne? Es ist hier immer, wie immer, das erste Mal, dass ich in so eine Folge, ja, genau. In die Kampagne reinschaue. Das machen wir immer blind hier. Und deswegen kann es natürlich auch sein, dass ich fail. Dafür bin ich ja sowieso prädestiniert. Das wisst ihr. Wir sind in Vancouver. Oh, sehr, sehr schön. Ab nach L.A. Ab nach L.A., würde ich mal sagen. Dafür bin ich ja immer prädestiniert für Fails. So. Ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt. Nein. Wir wollen hier rein. Wir müssen upgraden, Freunde. Upgrades sind sehr, sehr gut. So, wir werden schneller. Schleppergebühren werden billiger. Das ist auch gut. Das weiß ich nicht, was es bringen soll. Erkennt Schmuggelware in 2000 Kilometer Umkreis auf hoher See. Weiß ich nicht, ob wir das brauchen, wirklich. So, wir brauchen das auf jeden Fall. Und das eventuell noch. Komm. So, ab dafür. Arbeitet mal an meinem Schiff. So, weiter geht's. Ist schon wieder ein Schiff angekommen. Sehr, sehr geil. Metro Vancouver ist das, was wir wollen. Bringt einfach am meisten Kohle. So. Ich müsste mich halt jetzt entscheiden, will ich das mit den Bulkschiffen machen, mit den Regionspunkten oder nicht. Aber eher nicht, wenn ich ehrlich bin. Weil wir brauchen so viel Kohle, um die Boil aufzukaufen. Das wird mit Sicherheit richtig teuer. Das sind ja jetzt 10 Millionen Schritte, ne? Wie wir gesehen haben. Ja, was ist das jetzt für Scheiße hier? Weite Fahrt und kein Geld. Das ist natürlich ein bisschen Banane, sowas. Weil ihr seht, das sind jetzt 10 Millionen Schritte. Mit der Uranmine waren es 1 Million Schritte, ne? Darf man nicht vergessen. Also das wird teuer und die Klasse 5 Schiffe sind auch teuer. Deswegen möchte ich eigentlich eher auf Tankschiffe gehen. Ja, ja. Kauft ihr mal. Warte mal, Moment. Ablegen. Gibt's denn hier unten? Hier gibt's keins. Hier gibt's aber eine Werft, ne? Wenn wir da ein Bulkschiff kaufen, ein kleines Bulkschiff. Die sind ja nicht so teuer. 65. Nehmen wir das hier. Das ist jetzt wirklich nur da, um da Punkte zu machen, da oben. Fertig. Für nichts anderes ist das da. Für nichts anderes, Freunde.
Das könnten wir sogar automatisieren. Warte mal. Es fährt von Hamburg. Es fährt wirklich jetzt nur. Ach so, ich muss jetzt. Also Hamburg. Rotterdam. Le Havre. Dublin und. Ja, Felixstone kann er dann auch noch. Und dann kriegen wir hier Punkte. Mal sehen, ob das was bringt. Ich weiß es nicht. Das wäre das. Hier unten, wie gesagt. Und hier. Oh, jetzt hat die das Schlepp. Oh, der kriegt Geld von uns, wenn ich das mache. Das will mir nicht gefallen. Ja, um die Helvetia will ich mich nicht kümmern, wirklich. Müssen wir halt gucken, wenn wir. Die Raffinerie in Salala wurde gekauft. Jetzt gucken wir, dass wir hier ganz viele Punkte kriegen. Und dann das irgendwie schaffen. Das hier zu kaufen. Hier unten müssen wir schauen. Afrika wäre noch was. Ja, wir müssen hier eigentlich auch noch ein Bulkschiff kaufen. Das Reparaturdock in Dublin wurde gekauft. Ich probiere das. Ich muss das jetzt leider hier kaufen, so leid es mir tut. Oh, die blöde Kuh kriegt jetzt Geld von uns, aber. Ja, gut, Freunde. Nehmen wir das hier. Hallo? Habe ich nicht gesagt, Schiff kaufen? Upsi. Ja. Titania. Du fährst von hier. Havanna gehört dazu. Das, das. Und das. Nee, das lassen wir mal weg. Nein, das lassen wir mal weg. Wir fahren die vier Dinger. Und holen uns damit Punkte. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich mir das vorstelle, Freunde. Ich hoffe es sehr. Ich weiß es natürlich nicht. Aber wir brauchen vier. Das heißt, hier unten müssten wir auch noch ein Schiff hinschicken. Jetzt müssen wir aber erstmal ein bisschen Geld verdienen, Freunde. Also, wir sind jetzt hier in Metro Vancouver und wollen jetzt nach Anchorage. Ja. Oder wollen. Dann wollen wir lieber so. Oder. Ne, das kriegen wir nicht drauf, schade. Oder wenn ich beide wegmache, kriegen wir auch nicht drauf. Ne. Das ist das Beste, was wir tun können hier. Und dann fahren wir ab nach Anchorage erstmal. Ja. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, war's das für diese Folge. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das hier weitergeht. Wir können ja mal noch mal kurz in Sabotage gucken. Es gibt noch Zollkontrollen. Und Zweigstelle schmieren. Was bringt das denn? Schmiere eine gegnerische Zweigstelle, um der anderen Reederei die Gewinnbeteiligung wegzunehmen. Und selbst einzusagen. Ja gut, das hätte ich vielleicht vorher wissen müssen. Da hätte ich das jetzt geschmiert. Und hätte weniger fürs Schiff gezahlt. Und die hätte keine Kohle bekommen. Aber okay. Das ist okay. Ich weiß nicht, ob ich mit Sabotage viel machen werde. Weil ich sehe nicht so den Sinn. Warum läuft das weiter? Ich möchte Pause haben, bitte. Gut. Dann würde ich sagen, war es das wirklich für die Folge. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Hoffe, es hat euch gefallen. Habt noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.